Die Wettershow. Also gestern gab es ja ein unglaubliches Unwetter. Wir haben Ihnen auch die Bilder gezeigt. Jetzt heute schaut es ein bisschen anders aus. Es ist nicht mehr so heiß heute, aber auch sehr wechselhaft. Wir haben hier die neuesten Bilder für Sie von Heiligenstadt zum Beispiel. Es ist am Vormittag noch ziemlich bewölkt. Auch in der Alpennordseite wird es etwas regnen, genauso wie in Gumboldskirchen. Nach und nach ziehen dann aber auch im Süden wieder die Regenschauer, am Nachmittag dann auch wieder die Gewitterwolken durch und die meisten in Osttirol, Kärnten, teilweise auch in der Steiermark. Hier haben wir Bilder von Filzmoos zum Beispiel, aber es bleibt trotzdem sehr, sehr warm. Es sind bis zu 29 Grad auch möglich. In Berwang genauso ist es jetzt noch etwas grau in grau, aber die Sonne auch in halbem Rhein kämpft sich schon langsam durch und kommt dann hervor am Vormittag und auch zum Mittag. Wir haben generell in Europa so um die 27 Grad. In Madrid ist es am heißesten mit 33 Grad, aber trotzdem bezüglich der Reisewarnung vielleicht eher zu Hause bleiben. Auch bei uns kann es ja sehr schön sein, auch vom Wetter her bis zu 27 Grad. Generell in ganz Österreich gibt es eher im Süden dann Regenschauer. Nordöstlich wird es ziemlich trocken bleiben. Es wird dann auch so um die 25 Grad teilweise geben, beziehungsweise auch im Norden bzw. auch in Wien um die 27 Grad. Auch zum Beispiel wird es in den nächsten Tagen im Osten und Südosten einigermaßen warm bleiben, maximal vereinzelt bis 28 Grad. Dann im Westen wird es dann am Abend auch wieder etwas abkühlen und auch im Osten, da wird es die meisten Sonnenstunden geben, auch am Abend wieder so um die 24 bis 23 Grad. Es geht dann auch mit einer Abkühlung weiter heute bzw. auch morgen nur mehr um die 20 Grad. Aber dann wird es wieder schöner werden. Bis zu 28 Grad bekommen wir dann wieder Mitte der Woche. Also wir können uns freuen. Der Sommer, der bleibt uns doch wieder etwas länger. Dann am Wochenende leider schaut es dann nicht mehr so gut aus. Deshalb unbedingt die nächsten Tage noch genießen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause, sind dann wieder zurück mit den aktuellsten Corona-Zahlen. Bis gleich.